Herzlich willkommen zum nächsten Foodspot. Heute sind wir in Bremen bei einem besonderen Foodspot, Melex Grill. Das ist ein Foodtruck im Hintergrund und da gibt es sehr, sehr leckere Köfte-Dürüms und auch Lammrückenspieße. Kommt mal mit. Saftig, lecker und wunderschön. Das ist ein schöner Köfte-Dürüm. Das ist eine Spezialität in Hatay. Das ist ein Ort in der Türkei und das gibt es auch wirklich nur da. In Deutschland habe ich das so auch noch nicht gesehen. Also wenn das jetzt genauso schmeckt, wie es aussieht, dann... Boah, das ist auf jeden Fall was komplett anderes. Anders als Izmir-Köfte in Berlin oder sonstiges. Mega geil. Wow. Was soll ich euch sagen? Das ist ein Traum. Weißt du, was wir noch haben? Lammrückenspieß. Das gleiche nochmal. Er meint, das zergeht im Mund. Oh, Alter. Das sieht schon sehr, sehr zart aus. Auch sehr lecker. Krass. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube eher Köfte, weil ich ein Köftetyp bin, aber das ist auch sehr, sehr lecker. Allein das Brot kann man sich nicht oft genug angucken, glaube ich. Schön saftig, knusprig von außen, tausende Gewürze, ich weiß gar nicht, was ist. Schmeckt einfach, schmeckt das? Nach was? Ich habe sowas vorher noch nicht gegessen, keine Ahnung. Das ist etwas, was ich vorher noch nicht gegessen habe, das ist crazy. Das Köftedürüm kostet 8,50 Euro und Lammrückenspieß 9 Euro. Hier gibt es auch Adana, alles frisch vom Grill. Alles mit diesem geilen Brot. Dieses Lavaschbrot ist einfach nur eingezogen von Fett, Soßen, Kräutern. Und wie schmeckt es hier? Ich erwische dich immer in den besten Momenten, ne? Kann das sein? Was hast du jetzt gerade? Du hast Köfte. Schmeckt sehr gut. Jetzt mal mit was anderes. Krass, ne? Also sowas in der Richtung habe ich noch nie gegessen. Ihr habt es gesehen, die Soße drauf, auf dem Grill, Köfte rein, eingerollt. Den Salat machen sie immer frisch. Also vor jeder Bestellung wird der Salat komplett frisch gemacht. Deswegen kann es auch ein bisschen länger dauern. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt auch schon ein bisschen was los. Es ist jetzt morgens, sie haben gerade erst aufgemacht. Wir sind um 12 hier gewesen. So sieht das Ganze aus. Also checkt das mal aus, wenn ihr hier in Bremen seid oder fahrt von mir aus auch 200 Kilometer. Das habe ich jetzt gemacht. Melex Grill, das ist ein ganz kleiner Foodtruck. Und ja, zwei sympathische, nette Leute, die das führen, ein Ehepaar. Und die machen alles frisch und lecker. So, wir werden jetzt erstmal gönnen, ohne Kamera, weil das muss man genießen. Ich sag mal tschüss, bis dahin.